Was für ein schönes Teil, habe ich euch versprochen. Nein, das ist ja nicht der La Strada Avanti F, der uns letzte Woche auf dem Hof gestellt wurde. Da haben wir, glaube ich, jetzt 9 oder 10 Monate gewartet drauf. Das ist ein Avanti F und ich bin jetzt unten an unserer Halle und dort haben wir den deponiert, wie im Video vorher schon angekündigt. Das ist er. Gegenüber haben wir übrigens das Schlossgut Sulzimus, da kann man hervorragend essen. Das ist ein kleiner Biergarten dabei, machen wir wieder mal ein bisschen Werbung. Und ganz lustig, hier ist heute noch nichts los, aber wie gesagt, empfehlenswerter Platz, um bei uns einzukehren, direkt an der Autobahn A8, vermutet man das gar nicht. Das ist ein uraltes Schloss und irgendwann filme ich ein Auto im Schlosshof, da habe ich schon mit unserem Herbergsvater hier gesprochen. Hier haben wir übrigens noch eine Generation vorher, oder zwei oder drei, den berühmten Eriba Touring mit dem Aufstelldach. Hier wird der vor seinem Schrebergarten postiert. Der wird auch in der Halle eingelagert im Winter. Aber jetzt zurück zu diesem wunderschönen Auto. Ich muss ehrlich sagen, ja, das ist jetzt auch genau meiner. Also von der Optik her, ich finde ihn einfach wirklich äußerst gelungen. Wir haben, ich finde eine schlichte Eleganz und wenn wir jetzt dann reinschauen, sehen wir erst, was der Wagen bietet. Der steht hier auf den La Strada Alufelgen. Das sind 18 Zoll Felgen mit 255er Schlappen drauf. Wayne Contact, also das ist jetzt so die Überdimensionierung, aber das ist natürlich perfekt für dieses Fahrzeug. Der hat auch die 177 PS, die 2,3 Liter Euro 6 Maschine drin. Sprich, also hier sieht man es an dem roten und auch nochmal die PS-Zahl. Habe jetzt mal die kompletten Beleuchtungselemente eingeschaltet. Vorne die schwarz lackierte Kühlergrillpartie. Da haben wir noch das berühmte Power. Das steht eben für die große Maschine. Also wenn der im Rückspiegel ist, dann ist das ein schneller Transporter, wenn man den so will. Aber es ist auch eine kultivierte Reisekutsche. Weil da kommt es jetzt darauf an, wer was wie einbaut. Und wir reden jetzt hier bei dem Fahrzeug, es sind noch nicht alle Dinge abgeschlossen. Der kommt jetzt nochmal in die Werkstatt bei uns. Dann werden wir an der Alarmanlage noch ein bisschen rumfeilen. Die sollte ja auch eine gute haben. Wir werden einige Außenteile noch passend in Fahrzeugfarbe lackieren, wie zum Beispiel die Lüftungsgitter vom Kühlschrank in weiß dazu. Auch natürlich den Heizungskamin von Thoma werden wir noch weiß machen. Das sind aber Kleinigkeiten, die ich euch verraten darf, weil der neue Besitzer ist die Familie Konrad und ja, wir haben uns, glaube ich, gefunden, das sage ich jetzt einfach mal so frech und frei, wie ich bin. Und haben das Fahrzeug jetzt auch schon besichtigt und ich habe wirklich noch zu den anderen Dingen dazu schlecht geschlafen, weil es ist schon ein spannender Augenblick, ob jemand, der sich sowas gönnt, dann auch wirklich in dem drinsteht und das wiederfindet, wie er sich's ausgesucht hat mit dem Konfigurator. Er war natürlich mal im Avanti F drin bei unserem Platz, aber dann kam das raus, dieses 100.000 Euro Schätzchen mit Klimaanlage, mit Echtleder drin. Ja, das ist halt auch wirklich für einen Verkäufer oder Hausmeister wie mich ein echtes Paradestück. Und das Tolle beim La Strada ist halt einfach, das haben wir ja in dutzenden Videos schon gesagt, dass die Qualität passt. Also wir haben hier keinerlei Nachsorge, was die La Strada Qualität angeht. Da mache ich gerne Werbung, das wisst ihr. Und der ist jetzt übrigens noch nicht geputzt, der wird natürlich nur einen richtigen Feinschliff kriegen, aber das lohnt sich jetzt nicht, wenn er noch in die Werkstatt geht und kurz bevor er übergeben wird, am 6. Mai. Ich darf auch die Übergabe richtig schön live ins Internet stellen, das wünsche ich mir schon lang. Und wir haben ein riesen Soundsystem drin etc. Ich werde euch auch die Familie Konrad vorstellen. Und ja, das sind ganz fleißige Leute, die sich das durchaus verdient haben. Und vor allem trotzdem, das kann ich wirklich nochmal sagen, am Boden gebliebene, am Teppich gebliebene Menschen, ganz, ganz liebe Leute einfach. Ja. Und warum soll man sich nicht mehr einen Traum erfüllen? Und ich glaube, das kommt dem sehr nahe. Also ich traue mich nochmal zu sagen, man ist relativ zufrieden mit der Fahrzeugwahl. Untertreib jetzt mal. Ich werde jetzt das Soundsystem wegen der GEMA runterfahren. Das ist normal, weil sonst muss ich hier jede Menge Geld abdrücken, weil ich eben einen GEMA lizenzierten Song mit ausstrahle und deswegen gibt es nur den Sound. Ich habe ihn jetzt nicht groß ausgepackt. Ja. Das ist wirklich so, wie er aus dem Werk kommt, alles ordentlich untergebracht. Hier kann man dann den Safe mitbestellen, eine äußerst solide Geschichte. Also selbst wenn man ins Auto reinkommt mit der Alarmanlage, dann wird er sich da schwer tun, die Wertsachen rauszukriegen. Da kriegen sie auch ein Notebook rein. Auf der anderen Seite haben wir noch ein Soundsystem verbaut. Wir haben jede Menge Lautsprecher in den Ecken. Ich würde es euch gerne vorführen, vielleicht kriegen wir das irgendwie anders hin. Wir geben mal freier Musik am Tag der Übergabe. Wir haben natürlich ein Remis-System drin. Wir haben das Kennwort-Navi drin mit Camperdaten und Fahrzeugmaßen eingebaut. Und dann dieses wunderschöne Leder. Es fühlt sich auch richtig, richtig gut an. Also ihr seht, wie ordentlich das vernäht ist. Also
kein Problem, aus so einem Fahrzeug einen Oldtimer zu machen. Und zwar wahrscheinlich einen heiß begehrten Oldtimer zu machen. Ja, Avantis haben wir ja ganz genug oder jede Menge vorgestellt. Von dem her wisst ihr eigentlich sehr, sehr viele Details. Könnt auch, glaube ich, ca. 20, 25 Avanti-Videos im Netz anschauen. Jeder ein bisschen anders in der Farbwahl. Wir haben dieses Hubbett, es steht ja für Family drin, wo bequem zwei Erwachsene sich richtig schön reinkuscheln können. Dieses Hubbett sitzt wackelfrei auf, das kann ich jetzt technisch alleine nicht bewerkstelligen mit Kamera halten. Aber wie gesagt, da liegt es dann auf und dadurch hat es kaum Erschütterungen. Und das Fahrzeug beginnt irgendwie, oder das Bett im Fahrzeug zu wackeln. Das ist eine unangenehme Geschichte. Wir haben den doppelten Boden, der natürlich richtig schön das Fahrzeug unterheizt. Einen verschiebbaren Tisch, das ist jetzt alles Ehrensache. Vollkommen klar, wir haben die komplette Truma Einnet-Geschichte digital. Wir haben Gaslevel da drin, beziehungsweise die kommen noch rein. Wir haben einen schönen großen Absorberkühlschrank. Also und viele, viele technische Details. Man muss natürlich beim Avanti F immer dazu sagen, so ein Fahrzeug hat locker 3250 Kilo in der fahrbereiten Masse. Also man muss wirklich mit schlankem Gepäck fahren. Tolle Lösung ist dieser kleine Raumteiler, der dahinter versteckt ist. Das überlasse ich alles den Kunden, das erste Mal rauszunehmen. Von dem her lassen wir das jetzt einfach. Ich denke, das muss nicht sein. Vorhang verschwinde, Klappe zu. Das ist eine praktische Lösung, wenn man hinten schon mal die Blicke abschotten will. Man macht nicht jedes Mal das Remi-Front zu. Wir haben noch jede Menge extra Steckdosen eingebaut. Das ist sehr sinnvoll. Steckdosen kann man nie genug haben. Und dann kommt noch rein komplettes digitales Fernsehen mit Hotspot etc. Also richtig schöne Smart-TVs vorne und hinten, 19 und 22 Zoll. Glaube ich, war besprochen. Ich möchte jetzt nicht vorgreifen. Hinten nochmal wirklich dieses Soundsystem von Jenat. Das ist eine sehr, sehr ausgewogene Geschichte. Also egal, ob jemand Klassik liebt oder Disco liebt, aber man wird diesen Ducato mit La Strada Innenausbau kaum wiedererkennen. Also das verwandelt dieses ganze Fahrzeug. Das ist halt wirklich in einen Ducato ein perfekt abgestimmtes Luxusfahrzeug. Ich bringe es auf den Punkt. Also, ich lasse nochmal den Blick rumschweifen. Sie werden dann die nächste Instanz sehen. Da oben haben wir schon die Markise in Wagenfarbe lackiert, die ganzen Anbauteile und dann noch gefinisht. Und dann gehen wir natürlich da nochmal rum. Wie gesagt, bei der Übergabe sehen wir da mehr. Aber ich habe wirklich gestern sofort meine Frage war, darf ich den abfilmen? Und ich habe Gott sei Dank das okay bekommen. Und man hat gesagt, gerne, kein Problem. Wir nehmen da wirklich Rücksicht auf die Wünsche des Kunden. DAB braucht man jetzt sagen, hier DAB-Antenne oben, die normale drauf, die basisbedingt ist. Also, ich bin verliebt und hatte gestern ein nettes Erlebnis auch mit Lastrada-Kunden, die den Wagen vor einigen Monaten abgeholt haben. Oder sind es erst irgendwie 12 Wochen, glaube ich. Ich müsste jetzt lügen. Die kamen auf den Platz und sind mit diesem Fahrzeug wirklich sowas von zufrieden, dass man das wirklich gern hört als Verkäufer. Man kann nicht immer alles richtig machen, aber wenn man so glückliche Kunden hat, wie das gestern war, dann lohnt sich die ganze Mühe, wirklich wahr. Und es ist oft Mühe dabei, die auch nicht bezahlt werden kann. Das muss man ganz klar mal sagen. Also wir wollen jetzt nicht jammern, um Gottes Willen. Das Ganze zu stemmen ist wirklich eine harte Nummer, wenn die Branche 20, 30, 40% überläuft. Aber wir wollen möglichst wirklich alles, und da bitten wir nochmal um Verständnis an alle, händeln, und zwar zu eurer Zufriedenheit. Also, ich wünsche euch was. Ja, die Reise geht los, morgen Nachmittag, und dann lasst euch überraschen. Ich melde mich noch ein paar Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund, weiter campen. Und vielen Dank an die Familie Konrad für dieses schöne Auto. Also, Servus aus Sulzimos. Ciao, ciao.